Sie hören die Sendung Hildes heimliche Autoren stellen sich vor auf den zugangsoffenen Sendeplätzen von Radio Tonkohle. Redaktionell verantwortlich ist Jonas Philipp Daimann. Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung Hildes heimliche Autoren stellen sich vor. Wenn ich sage Hildes heimliche Autoren statt Hildesheimer Autoren, ist das nicht nur ein Wortspiel, sondern es betrifft eine Autorengruppe, einen Verein von Autoren in und um Hildesheim, die sich selbst Hildes heimliche Autoren nennen. Und wir wollen in dieser Sendung in regelmäßiger Folge einige von ihnen vorstellen, in Lesungen und in kleinen Interviews. Zu Gast heute bei mir die Autoren Heinrich Hillmann aus Bad Salzdetfurt, Peter Hereld aus Hildesheim, Günther Stürmer aus Bad Salzdetfurt und Marlene Wieland, ebenfalls aus Hildesheim. Ja, unser erster Autor zu Gast heute, Heinrich Leonard Hillmann aus Bad Salzdetfurt, vielen von Ihnen vielleicht schon bekannt durch seine Bücher, durch Veröffentlichungen in Zeitschriften. Heinrich Leonard Hillmann wurde 1946 geboren in Seelze bei Hannover. Er absolvierte zunächst eine Lehre zum Werkstoffprüfer, studierte dann an der Werkkunstschule Hildesheim Grafik, absolvierte in den Jahren 1968 bis 1973 ein Studium zum Fachlehrer an der Fachhochschule Darmstadt in Kunst, Sport und katholischer Religion, besuchte diverse Funkkollegs in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen am Deutschen Institut für Fernstudien und studierte 1974 bis 1977 noch einmal Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ja, aufgrund einer psychischen Erkrankung konnte Heinrich Hillmann die von ihm gelernten Berufe leider nie ausüben. Er arbeitete als Plakatmaler, Selbsteinrichter, Sachbearbeiter, Ölpumpenmonteur, Wareneingangskontrolleur, Lagerarbeiter, Ausbildungsberater und Reiniger. Fing schon relativ früh an, Texte zu veröffentlichen und seine erste größere Buchveröffentlichung war 2006 Die Wandlung, dann folgten 2008 die Bücher Die Kunst des Schweigens und 2009 die Buchveröffentlichung Der unnütze Knecht. Heinrich Hillmann, wie gesagt, lebt als Philosoph, Schriftsteller und Maler in Bad Salzdetfurt. Und er wird heute ein paar Stücke aus seiner neuesten Veröffentlichung, aus seinem neuesten Buch vorlesen. Die Tür. Eine Tür kann geöffnet sein, sie kann verschlossen sein und sie kann angelehnt sein. Eine Tür verbindet ein Zimmer mit dem anderen oder verschließt es. Die Räume sind getrennt, aber wenn die Tür geöffnet ist, scheinen beide Zimmer zu einem zu verschmelzen. Als ich nach 20 Jahren in der Fremde zu meiner Mutter zurückkam, dauerte es mehr als ein Vierteljahr, bis ich ihr Türverhalten begriffen hatte. Am Anfang war alles falsch, was ich tat. Machte ich die Tür auf, wollte meine Mutter sie zuhaben. Machte ich sie zu, dann wollte sie sie nur angelehnt wissen. Manchmal wusste ich nicht mehr, woran ich war. Doch zum Ende lebten wir in Harmonie miteinander, bis sie es mich gelehrt hatte. Abstrakt kann man sich denken, dass in jedem Zimmer eine Person wohnt. Sind zwei Räume mit einer Tür verbunden, kann man von einer Beziehung der Personen zueinander sprechen, wobei jeder ein Zimmer hat. Ist die Tür ganz geöffnet, kann jede Person frei und offen von einem Zimmer ins andere gehen. Denn die Tür ist geöffnet und nichts versperrt den Weg. Eintracht und Harmonie kennzeichnen diese Situation. Ist die Tür zu, ist jeder für sich, unabhängig, ohne Bezug zum anderen. Jeder ist allein und lebt für sich. Doch ist die Tür nicht verschlossen, dann ist der Zutritt nicht ganz verwehrt. Man kann eintreten, wann man will, und das Zimmer wieder verlassen. Es steht jedem frei, wann und wie er davon Gebrauch macht. Es ist eine freie, indifferente Beziehung, nicht jedoch so frei wie die erste und auch nicht so freizügig, aber locker und ohne Zwang. Schließt einer die Tür ab, ist der Zugang verwehrt. Die Beziehung ist gestört. Alle Versuche scheitern an der abgeschlossenen Tür. Der Zugang zum anderen ist nicht mehr gegeben. Erst dann tritt ein normaler Kontakt ein, wenn wieder aufgeschlossen wird. Alle drei Formen der Geschlossenheit oder Öffnung vollziehen sich in jeder Beziehung,
in der Zeit, je nach Nuancierung und Betonung und Bevorzugung der einen oder anderen Form. Doch ich glaube, dass alle drei Varianten in jeder Beziehung das eine oder andere Mal durchgespielt werden. Zu Gast im Studio Heinrich Hillmann, dessen Buch Die Versuchung in Kürze erscheinen wird. Daraus haben wir auch gerade ein paar Ausschnitte gehört. Diese Bücher, die du schreibst, Heinrich, sind ja in hohem Maße autobiografisch geprägt, sind fast nie fiktive Begebenheiten, also nichts Erfundenes, sondern es sind ganz reale Dinge, die du erlebt hast, über die du nachdenkst. Wenn man sich die Bücher so anschaut, entdeckt man immer zwei Elemente. Einmal sind es kleine Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse, die du aus deinem ganz alltäglichen Leben aufschreibst, und dann sind es halt philosophische Gedanken, manchmal in Kurzform, manchmal auch sehr ausgreifend, die dann also ganz erstaunlich weite Denkräume auch öffnen. Und da interessiert es mich, wie ist jetzt der Prozess bei so einem Buch? Wie schreibt sich so etwas? Funktioniert sowas wie ein Tagebuch? Schreibst du da jeden Tag was auf oder nimmst du dir bestimmte Themen vielleicht auch vor? Folgendes, ich bin kein Romanautor in dem Sinn, ich kann keine Romane schreiben. Die Wirklichkeit, die Realität ist wichtiger auch als jeder Film, und ich möchte gern dokumentieren, das Leben festhalten in diesem ewigen Fluss. Filtern, sortieren, das Kostbare, Wertvolle in meiner eigenen individuellen Zeitspanne, was ich da rausholen kann und was mir begegnet, um das an die Zukunft weiterzutragen. Ja, ist ein hoher Anspruch, sage ich jetzt mal. Die Themen, die du so findest, sind das jetzt, sage ich mal, Probleme, die du dir selber in deinem Leben begegnen, ethische, moralische Probleme, oder sind das Dinge, die du jetzt über die du ganz allgemein nachdenkst? Ja, ich denke, jeder Mensch ist ein Sonderfall der Schöpfung. Und weil jeder Mensch Mensch ist, ob Mann oder Frau, sind im Prinzip alle Strukturen, Gefühle, Denken ähnlich oder fast identisch. Nur die besonderen spezifischen Umgebungs- und Bedingungsfaktoren wie Elternhaus, Vererbung und Umwelt und Zeit, in welchem Zeitalter wir leben. Und das ist das einzig Reale von der Geburt bis zur Tod, diese kurze Spanne. Und jedes Individuum steht vor den gleichen Fragen, die großen wie die kleinen, vor dem Tod, vor der Partnersuche. Insofern ist jeder Einzelne auch gleichzeitig der andere. Ja, also man könnte jetzt nach deiner Theorie, sage ich mal, der eine denkt für den anderen vorneweg, kommt zu Ergebnissen, und diese Ergebnisse können auch dem anderen nutzen. Würdest du das so unterschreiben? Ja, auf alle Fälle. Mein ethisches Prinzip ist ja, dem Guten und Wahren und Schönen verpflichtet zu sein, das Kostbare, Wertvolle, was weitergetragen werden kann für alle Zeiten, und auch das Vergangene an guten Waren und Werten finden wir ja in den hohen Kulturen und in den großen Künstlern und so weiter, finden wir wieder. Insofern, die Vergangenheit ist ja lebendig, weil auch das einzelne Individuen waren, die die gleiche Problematik hatten, die wir ja heute auch haben. Und die Größten in der Geschichte, naja, die haben es am besten gelöst. Und an denen können wir uns orientieren und sind Vorbilder. Ja, das ist jetzt ein hohes philosophisches Programm. Und jetzt hat man vielleicht eine Vorstellung von dem Buch, dass es da jetzt nur um philosophische breite Gedanken geht. Das Buch hat aber auch eine, sage ich mal, erzählerische Seite. Also es berichtet von einem ganz alltäglichen Leben. Du lebst in Bad Salzdetfurt. Das ist ein relativ kleiner Kurort in der Nähe von Hildesheim, den die Zuhörer bestimmt alle kennen. Wie wichtig ist für dich dieser Ort, in dem du lebst, und diese Menschen, denen du begegnest und die du hier auch beschreibst in deinem Buch? Oder anders gefragt, siehst du dich jetzt auch als Chronist deiner Stadt? Wie wichtig ist das, dieser Hintergrund? Das ist die persönlichste, unmittelbarste Umgebung, mit der ich zu tun habe. Und
wie auch Goethe schon sagte, das Studium der Menschheit ist der Mensch, dem bin ich auch verpflichtet. Und jeder Nächste, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, man muss sich erstmal selbst lieben können und lernen und dann auch den anderen. Und dann entdeckt man vieles, auch bei Minderbemittelten oder irgendwie. Und da findet man manchmal so schöne Dinge, kostbare kleine Begebenheiten oder einen Ausspruch. Ja. Und ja, ich brauche da nicht in die Welt oder sonst irgendwo. Jeder Mensch ist eben eine ganz eigene Kostbarkeit. Und jeder, von jedem kann ich auch etwas lernen. Ja. Und umgekehrt auch. Und das ist ein Prozess. Und wenn ich dann sowas sehe und beobachte und merke und höre und so was Schönes erleben darf, dann will ich das retten, also weitergeben für Hoffnung, Glück und ein schönes Leben. Mhm. Ne? Also deine Bücher, das höre ich so ein bisschen heraus, haben auch einen erzieherischen Anspruch, also sie wollen was weitergeben. Jetzt erscheint dein Buch in Kürze, es wird auch eine Lesung geben hier im Literanova, auf die wir alle schon sehr gespannt sind. Was sind deine nächsten Pläne? Geht es weiter mit diesem Lebens-Selbstaufschreibungsprozess? Wird es in dieser Form weitere Bücher geben oder schreibst du jetzt im Moment auch weiter an deinem Leben? Ja, ich habe diesen Selbstaufschreibungsprozess jetzt systematisiert. Ich notiere immer in Sendungen, Radio, Fernsehen, auf Neuigkeiten und ähnlich gute Informationen. Und ich habe jetzt jeden Tag kommen ungefähr, die ich notiere, 3 bis 7 Seiten zustande. Ich habe jeden Morgen mein Leseprogramm, lese der Bibel und noch etliche andere Dinge, Sachen. Im Moment auch von Grimmelshausen wieder, Simplicius, Simplicissimus praktisch. Der deutsche Odyssee Homer und ganz fantastisch. Und auch da das Wesentliche und Wichtige wieder aus der Vergangenheit gegenwärtig zu machen. Nicht alles kann ich nicht, aber doch die guten, ganz prägnanten Elemente sammeln und wieder zur Lebendigkeit, zum Nutzen zu bringen, eben um eben glückliches Leben als Einzelner oder auch als Weltgemeinschaft zu machen. Unser nächster Gast im Studio, Peter Herelt. Peter Herelt wurde 1963 in Hildesheim geboren, lebt auch immer noch dort. Er war viele Jahre als selbstständiger Kaufmann tätig, bis er seine Liebe zur Schriftstellerei entdeckte. 2005 erschien sein erster Roman, ein Kriminalroman mit dem Titel Mein achtes Leben im Arrival Verlag, heute leider vergriffen. 2010 folgte dann Das Geheimnis des Goldmachers, ein historischer Roman, der auch in Hildesheim spielt, mit den historischen Hintergründen hier vor Ort arbeitet. In Kürze, im Frühjahr 2012, wird eine Fortsetzung dieses Romans erscheinen im gleichen Verlag unter dem Titel Die Braut des Silberfinders. Peter Herelt arbeitet in einem Verlag, er produziert nebenberuflich Videospots und schreibt an seinen Romanen. Und er ist heute zu uns gekommen mit einem kleinen Hörspiel, das auch eine bestimmte Pointe hat, weshalb ich an dieser Stelle den Titel dieses Hörspiels noch nicht verraten darf. Arbeitet auch ein bisschen mit Klangeffekten im Hintergrund. Ja, und wir freuen uns jetzt auf dieses Kurzhörspiel von Peter Herelt. Sie fiel ihm schon in der Fabrik auf. Irgendwie ist sie anders, dachte er. Obwohl sie sich doch auf den ersten Blick nicht von den anderen unterschied. Alle trugen sie weiße, eng anliegende Kleider, hatten den gleichen gesund wirkenden, bräunlichen Teint und dennoch stach sie deutlich aus der Menge hervor. Sofort fühlte er sich zu ihr hingezogen. Es dauerte nicht lange, sie bekam ihr Heim zugeteilt. Er hoffte und betete, dass sie beide die gleiche Baracke beziehen würden, und so geschah es dann tatsächlich auch. Doch leider mussten sie sich ihr neues Zuhause mit einem guten Dutzend anderer Mitbewohner teilen. Dicht an dicht standen sie beieinander und drängten so seine Angebetete,
weit von ihm fort. Genauso gut, dachte er traurig, hätte sie auf dem Mond sein können. Denn wie nur sollte er nun zu ihr vordringen? Über die Köpfe der anderen hinweg jedenfalls mochte er sie nicht ansprechen. Er war niedergeschlagen, geradezu am Boden zerstört. Als sie jedoch verstohlen einen Moment zu ihm herüberschaute, hüpfte sein Herz vor Freude und er schöpfte wieder neue Hoffnung. Dann schloss sich die Tür und die Nacht brach über sie herein. Kurz darauf holte ihn die Müdigkeit ein und er begann zu träumen. Natürlich von seiner Liebsten. Blendend weißes Licht stach brennend durch seine geschlossenen Lider und riss ihn aus dem Schlaf. Die Hand des Riesen griff scheinbar wahllos hinein und nahm einen von ihnen mit sich fort. Zum Glück nicht sie. Danach fiel erneut die Tür ins Schloss und es wurde wieder dunkel. Es herrschte atemlose Stille in ihrem Gefängnis. Anida versuchte nun zu erlauschen, was draußen mit dem Kameraden vor sich ging. Da plötzlich konnte man die Schreie hören. Dumpf drang sie durch die Pappwände. Es war entsetzlich. Stündlich nun wiederholte sich diese grausame Prozedur, bis schließlich, Zufall oder Schicksal, nur noch er und sein Schwarm übrig waren. Bedrückte ihn das grausame Schicksal ihrer ehemaligen Mitbewohner oder war er einfach nur zu feig? Jedenfalls fiel ihm nichts ein und, obwohl er ganz sicher wusste, dass auch sie ihn inniglich liebte und nur auf ein Zeichen von ihm wartete, verbrachten sie die folgende Stunde wortlos in der dunklen Schachtel. Dann wurde auch sie geholt und er war ganz allein. Nur ihre verzweifelten Schreie drangen durch die Wände und teilten ihn im leeren Raum in einer Gruft wieder. Schließlich war er an der Reihe. Brutal zerrten ihn die riesigen Pranken hinaus ins Freie. Anfangs meinte er, das gleißende Licht würde ihm die Augen ausbrennen. Dann hielt man ihm eine Fackel unter die Füße. Viel zu langsam fraßen sich die Flammen nach oben, verkohlten Beine und Gedärme, bis sein Leiden endlich ein Ende fand und das Feuer gelöscht wurde. Als der Schmerz nachließ und er sich an die Helligkeit gewöhnt hatte, sah sie alle wieder im weiten, glasigen Rund eines hohen Tellers. Dort lagen sie, einer wie der andere, in dieser glänzenden Opferschale. Auch seine Angebetete. Doch die Anmut war dahin. Nur ihr Kopf, faltig und zerknautscht, war noch übrig geblieben. Auch umgab sie nun nicht mehr der berührende Duft frischen Tabaks, sondern nur noch ein schaler Geruch von Asche. Er wandte ihr den Rücken zu, überhörte ihre flehenden Rufe, denn seine Liebe war nun unwiederbringlich dahin. Wenn er sich nur selbst hätte sehen können. Sie hörten die Kurzgeschichte »Die letzte Zigarette«, geschrieben, gelesen und inszeniert von Peter Herold. Ja, vielen Dank, Peter Herold, für dieses interessante Hörspiel. Peter Herold jetzt im Studio zu Gast bei uns. Ja, dein neuer Roman wird ja jetzt in Kürze erscheinen. Hat auch dieser Roman wieder Bezüge zum historischen Hildesheim? Ja, in diesem Fall geht die Reise von Robert und Osman weiter. Sie sind ja auf dem Weg von Bremen nach Köln, sind im ersten Roman in Hildesheim, haben sie Station gemacht. Im zweiten Roman geht es weiter nach Goslar. Da werden Sie im Bergwerk zum Beispiel von Goslar einiges erleben. Es gibt noch eine andere Geschichte. Historische Bezüge sind natürlich wieder vorhanden, wie immer. Ja. Also mich interessiert vor allem, wenn man so historische Romane schreibt, ist ja ein in sich geschlossenes Genre, wie man da arbeitet. Also wie viel von dem, was du im Roman schreibst, wird recherchiert? Wie viel beruht auf Fakten und wie viel ist erfunden?
Ja, also recherchiert, das gehört natürlich dazu. Die Zeit muss recherchiert werden. Es müssen natürlich, es dürfen in einem Roman nicht irgendwelche Dinge fallen. Zum Beispiel, es gibt keine richtigen Zeitangaben, wie es heutzutage ist. Ja. Man kann nicht von Minuten, Stunden und so weiter erzählen. Das muss man ausmerzen. Man muss die Zeit letztendlich reflektieren. Die Sprache muss man reflektieren. Insofern gehört zu jedem historischen Roman Recherche. Aber natürlich ist auch wieder, wie im ersten Roman, viel Fiktion mit dabei. Ja. Und die Geschichte setzt sich also fort in diesem zweiten Roman. Wird es, sage ich mal, sich das zu einer Trilogie erweitern oder ist das nach oben offen? Trilogie ist das tatsächlich richtige Wort. Im dritten Roman werden sie dann in Köln ankommen und dann wird die Geschichte aus meiner Sicht auch zu Ende sein. Vielleicht wird es noch eine Fortsetzung geben. Das hängt ein bisschen davon ab, wie es angenommen wird. Ja. Ja, du hast ja einen kaufmännischen Beruf, arbeitest auch in einem relativ technischen Bereich. Würde mich auch interessieren, wo kommt das Interesse her für historische Stoffe oder anders gefragt, wie bist du dazu gekommen, historische Romane zu schreiben? Ja, also das Schreiben an sich, wenn ich vielleicht mal so anfangen kann, ist im Grunde genommen rührt daher, dass ich Filme drehe. Ich bin Kurzfilmer, produziere auch Werbefilme, bin aber da in meinen Projekten relativ schnell an eine Grenze gestoßen, weil Filme zu produzieren halt viel, viel Geld kostet, viel Geduld von anderen Leuten, die da mitmachen. So kam ich zum Schreiben, so habe ich meine Ideen letztendlich zu Papier gebracht. Der erste Roman war ein ganz normaler Kriminalroman. So, mit dem Goldmacherbuch, Das Geheimnis des Goldmachers, da wollte ich etwas über Hildesheim schreiben und mich hat das mittelalterliche Hildesheim immer fasziniert. Insofern bin ich halt in diese Zeit reingerutscht, ins 13. Jahrhundert. Das ist so eine Affinität für diese Zeit, die fasziniert mich irgendwie. Ja, mir ist aufgefallen, die Romane sind ja sehr gut zu lesen, sind unterhaltsam. Man sieht es auch so fast filmisch vor sich. Ist es jetzt dein Anspruch, die Menschen zu unterhalten oder gibt es darüber hinaus noch bestimmte, sag ich mal, Botschaften, die in diesen Büchern vielleicht enthalten sind, die du transportieren möchtest? Also die Unterhaltung steht tatsächlich im Vordergrund. Aber natürlich habe ich auch gewisse Botschaften. Im ersten Buch ging es tatsächlich um die Rolle der Kirche. Mhm. Ganz zentraler Punkt. Im zweiten Teil tritt die Kirche tatsächlich in den Hintergrund. Da habe ich wiederum andere Themen. Unser nächster Gast im Studio, Marlene Wieland. Marlene Wieland wurde 1932 in Magdeburg geboren. Ihre Eltern waren Schlesier und ihre Mutter hatte noch von einem Großvater oder Urgroßvater einen Schweizer Pass, was dazu führte, dass Marlene Wieland 1946 in die Schweiz kam, in ein Rückwandererheim nach Interlaken. 1950 kehrte sie dann nach Deutschland zurück, heiratete, bekam 5 Kinder. Aus einer weiteren Ehe, 9 Jahre später, gingen dann 2 weitere Kinder hervor, sodass Marlene Wieland heute Mutter von insgesamt 7 Kindern ist, verschiedenen Alters. Ja, eine dritte Ehe führte sie nach Berlin. 1997 wurde sie Witwe und es zog sie dann doch wieder zurück nach Hildesheim in ihre Wahlheimat, wo auch ihre Kinder leben. Ja, Marlene Wieland ist sehr aktiv, arbeitet unter anderem als Statistin, als Schauspielerin in kleinen Rollen, engagiert sich in diversen Vereinen und schreibt unter dem Pseudonym Mila Nabel Kurzgeschichten, oft mit einem kleinen Augenzwinkern. Eine Sammlung dieser Kurzgeschichten unter dem Pseudonym ist auch bereits erschienen im Novum Verlag unter dem Titel Milas kleine Geschichten. Ja, und Marlene Wieland liest jetzt für uns eine Kurzgeschichte mit dem Titel Eine wahre Liebesgeschichte, die im Frühjahr 1944 spielt und von der wir vermuten können, dass sie ein paar autobiografische Züge enthält. Eine wahre Liebesgeschichte. Hertha wurde im Frühjahr 1944 eingezogen, zu so etwas wie dem Arbeitsdienst. Auf jeden Fall musste sie in einer Fabrik Uniformen nähen für die Soldaten an der Front und fürs Vaterland. Hertha, die gerade ihr Abitur bestanden hatte, war es nicht gewohnt, 8 Stunden zu sitzen. Sie litt unter Kreuzschmerzen, die Augen brannten und sogar die Fingerkuppen waren wund von dem groben Stoff. Eine alteingesessene Näherin arbeitete sie ein. Und von der erfuhr Hertha auch,
dass diese Fabrik davor Schürzen und vor allen Dingen Kittelschürzen genäht habe. Das war viel leichter. Dieser Stoff damals, meistens Baumwolle, glitt unter dem Hebel der Maschine nur so dahin. Jetzt war das Material fest und hart, aber schließlich war Krieg und man biss die Zähne zusammen. Alles war anders. Im Laufe der Zeit lernte Hertha andere junge Mädchen kennen, die ebenfalls in diese Fabrik abgeordnet worden waren. Man freundete sich an, machte sich gegenseitig Mut und steckte kleine Pappen mit den eigenen Adressen in die Uniform. Und eines Tages bekam Hertha einen Feldpostbrief von Ulrich. Der hatte ihre Adresse so einfach in der Jackentasche gefunden und sich maßlos gefreut, wie er schrieb. Hertha schrieb erfreut zurück und Ulrich antwortete. Nach und nach gewöhnte man sich aneinander, wurde zutraulicher, zärtlicher und auch offener. Hertha schrieb täglich nach der Arbeit und Ulrich schrieb, so oft er konnte. Rückblickend hatte er wahrscheinlich nicht alles schreiben können, was er geahnt hatte, denn dann wäre an den Endsieg nicht mehr zu glauben gewesen, und den erhofften sich Ulrich und Hertha doch so sehr. Dann wollten sie heiraten und für immer zusammenbleiben. Obwohl sie einander noch nie gesehen hatten, meinten sie das ernst, denn sie waren vollkommen davon überzeugt, dass sie füreinander geschaffen waren. Ganz unerwartet bekam Ulrich 3 Tage Fronturlaub, die aber nur für Magdeburg galten. Mit Hilfe der älteren Mitarbeiterin, die Hertha eingewiesen hatte, bekam Hertha tatsächlich 2 Tage frei. Es handelte sich um Sonderurlaub. Sie musste noch irgendetwas einreichen und beantragen, um eine Fahrkarte nach Magdeburg zu erhalten. Und das gelang ihr auch. Ulrich stand am Bahnhof und beide fielen einander in die Arme und konnten kaum noch voneinander lassen. Es folgten 20 wunderbare Stunden. Einen Teil davon verbrachten die beiden im Luftschutzkeller, dicht aneinander geschmiegt, umringt von Kindern und Müttern. Das tat der Sache aber keinen Abbruch. Noch viele Jahre später schwelgte Hertha in Erinnerung an diese fast 2 Tage in Magdeburg. Ulrich ging wieder an die Front und es kam kein einziges Lebenszeichen mehr von ihm. Hertha schrieb nach wie vor, keiner ihrer Briefe kam zurück. Sie dachte an alles, was einem in einem solchen Fall einfällt. Vielleicht ist er versetzt worden. Vielleicht verwundet, vielleicht mit Gehirnerschütterung in irgendeinem Lazarett und kann daher nicht schreiben. Vielleicht ruft ein Kamerad auf Heimaturlaub an, dem er eine Nachricht mitgegeben hat. Möglicherweise ist er in Gefangenschaft geraten. Alle Möglichkeiten wurden immer wieder von ihr durchgespielt. Es kam der Tag, an dem sie nicht mehr schrieb, aber gewartet hat sie immer und gehofft immer wieder und immer wieder. Der Krieg war zu Ende. Die ersten Kriegsgefangenen meldeten sich. Hertha ging zum Roten Kreuz, stellte Suchanträge und unternahm immer wieder Anläufe, um Ulrich zu finden. 1950 heiratete sie einen anderen Mann, bekam mit diesen 3 Kinder und wurde Anfang der 70er Jahre Witwe. 1975 stieß man bei Erdarbeiten in einem Moor in Polen, die genaue Stelle weiß ich nicht und ich möchte hier auch keine falschen Informationen ausstreuen. Also man stieß auf ein deutsches Flugzeug, das Ende 1944 dort abgestürzt war. Anhand der Erkennungsmarken, es befanden sich 2 Piloten an Bord, wurde eindeutig festgestellt, dass der eine Flieger Ulrich war. Polnische Bürger, die sich ehrenamtlich um so etwas kümmerten, fanden den Bruder Ulrichs heraus und übergaben ihm das,
was noch zu übergeben war. Dazu gehörte diese kleine Pappkarte, die Hertha einmal in die Uniform gesteckt hatte. Manfred, der Bruder Ulrichs, tat alles, um Hertha zu finden. Von der Liebesgeschichte wusste er nichts, aber er hielt es für seine Pflicht, der Adresse nachzugehen. Es dauerte 3 Monate, dann rief er Hertha an. Schon der erste Anruf dauerte ewig. Da war so viel zu erzählen. Dann schrieb man sich, dann traf man sich. Aus Manfred und Hertha wurde ein Paar. Beide hatten längst die 50 überschritten. Manfred sagte, nur mit Hertha konnte ich über meinen Bruder sprechen. Und Hertha sagte, nur mit Manfred konnte ich über Ulrich reden. Und so fand man zusammen. Der vor vielen Jahren im Krieg gefallene Ulrich wurde so etwas wie ein Standbein in dieser Ehe. Dass die kleine Pappkarte mit der Adresse noch lesbar war, erschien nicht nur den Frischvermählten, sondern auch anderen Menschen wie ein Wunder. Vieles an der Geschichte berechtigt zu zweifeln. Aber es ist die Wahrheit. Das Leben hat manchmal solche Überraschungen parat. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur weiß keiner von uns, wann zuletzt ist. Vielen Dank, Marlene Wieland, für diese interessante Lesung. Was ich jetzt nicht fragen möchte, ist, ob diese Geschichte autobiografisch ist. Das wollen wir mal im Ungewissen lassen. Was mir aufgefallen ist, deine ziemlich ungewöhnliche Klarheit und Sachlichkeit deiner Sprache. Gibt es da ein bestimmtes Programm oder gibt es literarische Vorbilder, die dich beeinflussen beim Schreiben? Nein, überhaupt nicht. Also autobiografisch, da muss ich mal dagegen sagen, so alt bin ich nun doch noch nicht. Also das würde nicht hinkommen. Also ich war nicht im Arbeitsdienst, ich war noch Kind im Krieg. Und nein, ich bin ziemlich realistisch und pragmatisch und ich schreibe halt so, wie ich spreche. Du gehst aber beim Schreiben gerne von realen Dingen, von realen Geschichten aus oder erfindest du auch Geschichten? Nein, ich erfinde auch Geschichten. Was ich sehr interessant fand, war die Verlagerung der Gefühle der Hauptfigur auf diesen Bruder, die so ganz unversehens passiert. Die Klammer ist die gemeinsame Erinnerung an das Vergangene. Finde ich ein hochinteressantes Thema, könnte fast ein Roman werden. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Roman zu schreiben, einen längeren Text? Ja, gedanklich, also ich muss ja immer irgendwie was machen, ich bin Frühaufsteherin und natürlich denkt man da dran, aber ich bin eigentlich mehr so fürs Kurze. Ja, gut. Eine letzte Frage. Laufende Projekte, laufende Dinge, die dich im Moment beschäftigen, schreibst du an etwas, was dich gerade beschäftigt? Nein, eigentlich nicht. Ich greife ja so Alltagssituationen auf oder wenn mir irgendwas besonders komisch vorkommt oder so oder wenn ich mich über mich selbst lustig mache, das mache ich auch oft. Nee, im Moment, aber ich habe vor, wieder mehr zu schreiben. Gerade jetzt durch den Autorenkreis wird man ja auch ein bisschen animiert und es war mein letztes Semester jetzt an der Uni. Ja, würde mich noch interessieren, der Stellenwert des Schreibens bei dir, siehst du dich als professionelle Schriftstellerin oder ist es noch eher so Richtung Hobby oder ist es dazwischen? Nein, also um Gottes Willen, ich bin keine Schriftstellerin, das ist ja eher ein Hobby oder manchmal, dass ich eben denke, es müsste auch was gesagt werden, ja? Also so, ja, nein, also professionell überhaupt nicht. Gut, dann dagegen spricht natürlich die Qualität des Textes, die wir gehört haben. Ja, wir bedanken uns bei Marlene und es geht weiter in der Sendung. Unser nächster Gast im Studio ist jetzt Günther Stürmer. Günther Stürmer wurde 1936 in Wehrstedt geboren. Er machte zunächst eine Lehre im Wirtschafts- und Steuerberatenden Bereich, arbeitete 22 Jahre als Bilanzbuchhalter in einem Baugeschäft, machte sich dann selbstständig mit einer Firma für Flock-, Druck- und Werbetechnik, die heute noch existiert, heute von seinem Sohn
weitergeführt wird und war ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Werstedt und von Bad Salzdetfurth. Im Jahr 2000 bekam er vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau das Bundesverdienstkreuz für sein ehrenamtliches Engagement. Ja, wie ist Günther Stürmer zum Schreiben gekommen? Für ihn war Schreiben in erster Linie Interesse an anderen Menschen. Ich zitiere, lieber wollte ich über für mich bemerkenswerte Menschen schreiben, die es mehr als ich verdient haben, mit einem Buch oder einer Lebensgeschichte ausgezeichnet zu werden. Ja, und aus dieser Haltung, die man vielleicht auch journalistisch nennen könnte, gingen dann erste Bücher hervor. Anfang der 90er Jahre, 1992 bis 93, hat Günther Stürmer seinen Jugendfreund Herbert Kuhle auf einer Weltreise begleitet, die ihn auch nach Afrika führte unter anderem. Und sein erstes Buch, Herbert, ein Mensch, aber keiner wie du und ich, zeichnet in sehr interessanter Weise die Erlebnisse dieser Weltreise, dieser Reise nach Afrika nach. Und daraus hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt, gelesen von Günther Stürmer. Aber zunächst lag noch Namibia oder Südwestafrika vor uns, das man einfach gesehen haben müsse, denn sonst sei man nicht in Afrika gewesen, wie uns viele Leute unterwegs versicherten. Unser erstes Ziel in Namibia war Lüderitz, wo es eine deutsche freiwillige Feuerwehr geben sollte. In 3 Tagen schafften wir es, Lüderitz über Karasburg und nach fast 2000 Kilometer Fahrtstrecke zu erreichen. Unterwegs, noch immer in Südafrika, wurde wieder fotografiert. Fotos von der Landschaft mit großer Dürre und Kargheit und auch von einer Pferdezuchtfarm. Es war eine trockene, aber malerisch schöne Landschaft mit braunen und vielfältigen Tönen. Plötzlich rechts sahen wir noch wüstenhafte Trockenheit, links ein saftiges Grün. Wir waren in der Nähe eines Flusses und in einem Weingebiet. Wir hielten an und fuhren auf eine Farm. Der Farmer erklärte uns den Weinanbau und die Herstellung von Rosinen. Die Trauben werden auf riesigen Betonflächen ausgebreitet und dort von der Sonne getrocknet. Das Ergebnis sind Rosinen. Wieder hatten wir etwas dazugelernt. Auf der Fahrt von Karasburg nach Lüderitz hielten wir mitten auf der Straße an, um mit einer Cola den 60.000. Kilometer zu feiern, den Herberts Kiste bisher zurücklegte. Kein Auto war sonst auf der Straße weit und breit zu sehen. Doch als wir unser Stativ mitten auf der gewölbten Straße aufgestellt hatten und uns vor Herberts Auto mit Selbstauslöser fotografieren wollten, stand plötzlich ein Polizeiauto vor uns. "That is not allowed", sagte uns einer der beiden Polizisten. Auch als ich versuchte, ihm klarzumachen, weshalb wir ein Foto machen wollten, blieb er bei seinem Standpunkt. "Also gut", dachten wir, "und warum streiten? Fahren wir also eben an die Seite." Aber so leicht gab Herbert nicht auf. Als das Polizeiauto am Horizont verschwunden war, stellten wir uns wieder mitten auf die Straße und erreichten somit doch noch unser Fotoziel, wie es auch in diesem Buch abgebildet ist. Namibia war jedenfalls eine Reise wert. Das merkten wir immer mehr, je weiter wir ins Land hineinfuhren. Und Namibia gehört zweifellos zu den faszinierendsten Ländern der Welt. Darüber sind sich alle Besucher einig. Das Land ist sehr dünn besiedelt. Eine glühende Sonne brennt unbarmherzig auf spärlich bewachsene Berge. Endlose Dünen und steinige Ebenen, die teilweise an eine Marslandschaft erinnern, trafen wir unterwegs an. Vielen gibt dieses Land das Gefühl der Freiheit. Ausgelöst durch die Unendlichkeit des Horizonts, die klare, saubere Luft und das Schweigen der Wüste. Man schaltet ab
und fühlt sich erlöst von der Enge und dem Druck der heutigen stressigen Zeit zu Hause. Ein unbeschreibliches Gefühl für uns. Hier merkte man sehr intensiv, dass es im Leben sinnvollere Dinge gibt, als nur dem Geld und Gut nachzujagen. Und hier entstanden auch Gedanken darüber, wie man sich zu Hause seinen Mitmenschen mehr zuneigen und ihnen in gewissen Situationen mehr helfen könnte und sollte. Schon allein der Aufenthalt in Afrika mit Herbert, der Anblick der großen Armut überall, ja auch die Unterdrückung der schwarzen Menschen durch die Weißen begründet, doppelt und dreifach Herberts idealistische Reise für einen guten Zweck. Es wäre sehr zu wünschen, wenn auch bei uns in Deutschland recht viele Menschen gäbe, die ihrem Leben in Zukunft eine neue Richtung, so wie Herbert, geben könnten. Diese Gedanken fielen mir ein, als wir durch dieses beeindruckende Land Namibia fuhren. Am 13. Januar 1993, meine Frau hat an diesem Tag Geburtstag, kamen wir in Lüderitz an. Vorher viele hunderte von Kilometern durch eine Wüstenlandschaft, bis plötzlich eine Kirchturmspitze auftauchte. Das war das erste Zeichen von Lüderitz, direkt am Atlantik. Nun hatten Herbert und ich schon 8072 Kilometer gemeinsam zurückgelegt. In einem kleinen Hotel konnte ich mit meiner Frau telefonieren und ihr zum Geburtstag gratulieren. Sie hatte zu Hause die Frauen unserer Firma eingeladen und ihr Mann war weit, weit entfernt. Aber sonst war alles in Ordnung, wie bei Herbert und bei mir auch. Jedenfalls bis zur Schlacht von Lüderitz. Wir nahmen zunächst Kontakt auf mit dem Feuerwehrhauptmann Richard Kratz, der ein eigenes Elektrogeschäft in Lüderitz hat. Wir vereinbarten einen Fototermin für Samstag, den 16.01. um 15.30 Uhr. Samstag deshalb, so erklärte uns Richard Kratz, weil es sich um eine freiwillige Feuerwehr handele und alle deutschen Feuerwehrkameraden in der Woche ihrer Arbeit nachgehen müssten, genauso wie bei uns in Deutschland. Unser Fahrzeug stellten wir auf dem Campingplatz im Felsgebiet mit wunderbarem Blick auf den Atlantik auf. Hier konnten wir schon einige Zeit aushalten. Es war wie immer wieder schönes Wetter und wir waren rundherum glücklich. Am anderen Morgen entdeckten wir ein sehr großes Schiff in der Bucht von Lüderitz. Als wir in die Stadt kamen, erfuhren wir, dass es sich um die bekannte Maxim Gorki mit 600 deutschen Passagieren handelte, die während ihrer Reise einen Tag in Lüderitz Station machten. Sie waren sehr erstaunt, als sie plötzlich in Lüderitz ein deutsches Auto, nämlich Herberts Superfahrzeug, entdeckten. Wir waren sofort umzingelt und Herbert musste viele Fragen beantworten. Ein Ehepaar aus dem Schwabenländle wollte zu Hause bei Herberts Frau Elfriede Grüße von uns ausrichten. Abends landeten wir in einer kleinen Kneipe, genannt Sperrgebiet. Je länger wir dort blieben, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass im Kopf überhaupt keine Sperre eingeschaltet war. Im Gegenteil, je mehr wir tranken, desto freier fühlten wir uns. Auch der 65-jährige Feuerwehrhauptmann Richard Kratz war mit dabei und trank kräftig mit. An der Wand hingen einige Sprüche, die uns zum Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz, die Schwarzen waren auch hier abseits vom Hauptort in Townships untergebracht, nachdenklich machten. Black is beautiful, but white is white, war der Spruch, der uns im Sperrgebiet besonders auffiel. Trotz Demokratie seit 2 Jahren in diesem Land wollten insbesondere die weißen Bewohner hier noch nicht erkennen,
dass alle Menschen gleich sind. Herbert schrieb in seinen Erinnerungen, es wären allerdings nicht diese Sprüche gewesen, die uns ins Wanken gebracht hätten, sondern die 10 großen Biere und die 10 Obstler, die wir mit dem Feuerwehrhauptmann oder er mit uns verkasematuckeln mussten. Danach erlitt ich eine kleine Platzwunde am Kopf und Herbert fuhr mich, weil er mir als sehr trinkfest erschien, zur Behandlung ins Hospital. Mein Schutzengel Herbert, ein Pflaster von einer Krankenschwester und alles war erledigt. Ich spürte jedenfalls nichts, als ich am anderen Morgen aufwachte und meine blutige Stelle am Kopf befühlte, begrüßte ich Herbert von meinem Bett aus mit einem anderen Morgengruß. Das war die Schlacht bei Lüderitz und auch sie wird in die Geschichte eingehen. Naja, 2 alte Haudegen wie wir machen nicht unbedingt immer alles nach Schema F. Das hatten wir früher bei einer Aktion Werstetter Mühlenstraße, allerdings vor 35 Jahren, auch schon bewiesen. So besuchten wir Kohlmanns Kuppe, eine Geisterstadt und ein Überbleibsel von Diamantschürfungen aus der Gründerzeit. Kohlmanns Kuppe, nur einige Kilometer von Lüderitz entfernt, liegt im Südosten und der Sand begräbt allmählich eine Reihe von Gebäuden. An diesem einst so beachtlichen Ort wohnten die Angestellten einer nahegelegenen Diamantmine. Neben hübschen Häusern gab es Läden, eine Schule, ein Postamt und ein doppelstöckiges Casino, dessen Theater auf eine vorzügliche Akustik stolz sein konnte. Der Erste Weltkrieg, der darauf folgende Preissturz der Diamanten und schließlich die unermesslich reichlichen Diamantenfunde an der Orange-Mündung führten zum allmählichen Untergang des Ortes. 1956 verließ der letzte Einwohner Kohlmanns Kuppe. Herbert und ich sahen uns alle Gebäude und auch das kleine Museum genau an. Nachmittags fuhren wir zum Feuerwehrkameraden Werner Zwicker, der versuchte, die defekte Tankanzeige zu reparieren. Es blieb allerdings nur beim Versuch. Dann kam der Tag des Meetings mit der Feuerwehr. Am Vormittag gingen wir zunächst zum Friseur, denn wir sahen auch haarmäßig sehr abenteuerlich aus. Eine Dame schnitt uns die Haare und meinte danach, nun würden wir aber 10 Jahre jünger aussehen. Auch sonst erfuhren wir dort so allerlei. Eine Nachbarin kam in den Friseursalon und teilte mit, dass Mitglied Frieda Wagner von einem hiesigen Verein gestorben sei und nun eine Traueranzeige in der Zeitung aufgegeben werden müsste. Sie habe aber noch nie so etwas gemacht und fragte an, ob die Inhaberin ihr helfen könne. Sie konnte nicht. Und so formulierte ich, der dies zu Hause schon des Öfteren tun musste, den Text für diese Anzeige. Nachmittags, pünktlich um 15.30 Uhr, standen wir dann bei der Feuerwehr vor dem Sprutzenhaus auf der Matte. Richard Lumpi Kratz, so sein Spitzname, ließ seine 13-köpfige Mannschaft antreten und abzählen. Er gab bekannt, dass Besuch aus Deutschland anwesend sei und deshalb die heutige Übung angesetzt wurde. Zum Fotografieren fuhr die 18 Jahre alte Feuerwehrspritze mit Besatzung auf dem offenen Fahrzeug in den Yachthafen von Lüderitzbucht. Es war urig anzusehen, wie das 1-Tonnen-Chevrolet die gesamte Gruppe stand, wie schon erwähnt, mit ihren roten Arbeitsanzügen hintendrauf in den Hafen einfuhr. Herbert machte in gekonnter und gewohnter Weise seine Fotos. Anschließend gab's ein kameradschaftliches Beisammensein mit leichtem Umtrunk. »Wer Leute mal herhören oder Schnauze«, rief Richard Kratz,
seine Truppe mehrfach zur Ordnung. Aber auch dann, wenn mal wieder einer getrunken werden musste. Und es war sehr gemütlich zwischen den deutschen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lüderitz. Es war wie zu Haus. Der älteste Feuerwehrmann Wilhelm Klein hatte geräucherten Fisch mitgebracht, der hervorragend schmeckte. Spontan gewann ich einen weiteren Angelfisch durch einen Sieg beim Knobeln, den ich aber gleich wieder für die Feuerwehrkameraden spendete. Anschließend fuhren wir mit einigen Kameraden noch in den deutschen Club, wo noch einige Biere mit Gut Schlauch vertilgt wurden. Der alte Kaiser Wilhelm, der vom Bild an der Wand auf uns herabschaute, hat wohlweislich dabei alle Augen zugedrückt. Irgendwann gegen 22 Uhr bedanken wir uns für die schönen Stunden und sagten auf Wiedersehen. Ja, Günther Stürmer, vielen Dank für diese interessante Lesung. Mir stellt sich jetzt vor allem die Frage so, das war ja eine große Reise, eine Weltreise, wie du sagst, 1992, 93. Was war der Anlass dieser Reise? Wie kommt man dazu, so lange sich durch die Welt zu bewegen? Ja, Herbert Kuhnle ist ein Jugendfreund von mir seit über 50 Jahren und er hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Mhm. Und zwar sein jüngster Sohn ist an Drogen gestorben. Und das hat ihn natürlich sehr erschüttert. Und deshalb wollte er diese Weltreise machen auf alle 5 Kontinente der Erde, um die Feuerwehren der Welt zu besuchen um dort Unterschriften zu sammeln für einen guten Zweck im Kampf gegen die Drogen. Ja, das ist jetzt ein sehr idealistisches Ziel. Wenn man jetzt sich so die Bilder anguckt aus dem Buch, das Buch hat ja auch sehr schöne Bilder, ihr habt beide fotografiert, dann wirkt das aber auch sehr abenteuerlich. Also ihr seid in einem selbst umgebauten VW-Bus oder Bus gefahren. Wie lange ging diese Reise insgesamt und wo führte sie überall hin? Also für Herbert Kuhnle dauerte die Reise 2,5 Jahre. Mhm. Und zwar, er ist auf allen 5 Kontinenten gewesen, aber ich selbst habe ihn ja nur 3 Monate in Afrika begleitet. Und wir sind also gefahren von Sambia über Zimbabwe, dann nach Südafrika rein. Dann haben wir die Länder Botswana, Lesotho und Swasiland innerhalb von Südafrika besucht. Und ganz zum Schluss Namibia, über das ich auch einen kleinen Auszug gelesen habe. Und dieses Ziel des Sammelns von Unterschriften, war das am Schluss erfolgreich? Das war sehr erfolgreich. Herbert Kuhnle hat insgesamt über 4.500 Unterschriften gesammelt, hat dann ein Buch darüber geschrieben, zu fernen Feuern. Mhm. Und den Erlös hat er der Drogenhilfe zur Verfügung gestellt. Du sagst auf der Internetseite der Hildesheimlichen Autoren, es interessiert dich lieber über andere bemerkenswerte Menschen zu schreiben als über dich selbst. Du veröffentlichst ja vor allem auch eher Sachbücher, Reisebücher. Was sind da deine nächsten Ziele, deine nächsten Veröffentlichungen in diesem Bereich? Ja, ich werde jetzt wieder ein Buch schreiben. Ich bin dabei. Das heißt, Wege sind Ziele. Mhm. Und da werde ich auch über Menschen, bemerkenswerte Menschen schreiben, denen ich begegnet bin, und auch über kleine Gedichte, die von mir allerdings dann sind. Ah ja. Und es gibt auch Fotobücher von dir? Es gibt von mir auch Fotobücher. Das mache ich seit einigen Jahren. Da habe ich sehr viel Freude dran. Teilweise arbeite ich auch mit Sonja Klima zusammen, die auch in unserem Verein Hildesheimliche Autoren ist. Und heutige Sendung Hildesheimliche Autoren stellen sich vor. Mit dabei waren heute die Autoren Heinrich Hillmann, Günther Stürmer, Marlene Wieland und Peter Hereld. Wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei, diese Autoren kennenzulernen, Einblick in ihre Texte zu bekommen, in das, was sie schreiben. Wir setzen diese Reihe Hildesheimliche Autoren stellen sich vor fort an jedem letzten Sonntag im Monat auf dem gleichen Sendeplatz. Würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Wir hoffen, Ihnen hat diese Sendung gefallen.
verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen allen Zuhörern noch einen wunderschönen Sonntag. Machen Sie es gut und dann bis zum nächsten Mal.